Hi, servus, schön, dass du wieder dabei bist zu einem neuen Video. Hier jetzt von den Malediven. Eine wunderbare weibliche Energie. Und diese Energie verwende ich gleich, um ein Thema anzusprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, wie können wir die weibliche Energie in unserem Alltag ein bisschen mehr Platz und Raum geben, ein bisschen unterstützen. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach so viel Potenzial hat, wenn wir dieser Energie auch Raum in unserem Leben geben, nicht nur dem Umsetzen und viel tun und viel erreichen und schaffen, sondern einfach auch dieser passiven Energie in uns, diesem Nichtstun, einfach mehr sich hingeben und dem Dinge passieren lassen. Und ja, was du jetzt für dich da tun kannst, das erkläre ich dir, oder ein paar Impulse gebe ich dir jetzt in diesem Video mit. So, ich habe mir hier eine kleine Liste geschrieben und möchte zuerst einfach mal einsteigen mit dem Thema Öle, das du wahrscheinlich eh schon von mir kennst. So generell das alles drumherum um das Thema Öle. Wenn du die in deinem Leben verwendest, im Alltag verwendest, ist es schon so ein kleiner Container, so ein kleiner Raum für dich, dass du dir und deinem Körper und auch deiner inneren Stimme einfach Platz gibst, Platz schaffst. Denn mit den Ölen verwendest du deine Sinne, du riechst und du spürst einfach mehr, du bist mehr in dem Moment. Und deswegen liebe ich auch die Arbeit mit den Ölen so sehr, weil sie mir und meiner Intuition einfach wieder mehr Raum geben und weil sie mir Platz schaffen, sozusagen den Container geben, meine Achtsamkeit. Und es ist wirklich, es gibt auch für das Thema Weiblichkeit, aber dafür also speziell so ein paar Lieblingsöle, die ich gerne verwende. Da gibt es extra dazu ein Video in unserer Community. Also falls du Lust hast und Interesse hast, da noch ein bisschen tiefer zu gehen, dann schreib mir gerne oder schau dir gerne mal www.intuitionbody.com an. Den Link gibt es unten auch im Video in der Infobox. Dann war für mich ein ganz großer Öffner und ein ganz großes Wow. Und zwar in dem Buch vom Robert Beetz. Das heißt Wahre Liebe lässt frei. Genau, ich glaube so, ich kann es auch mal unten verlinken. Da hat er aufgezählt, was sozusagen passive Eigenschaften sind, also was sozusagen die weibliche Energie ist und was die männliche Energie ist. Und das hat für mich einen ganz großen Effekt gehabt, weil ich einfach mal auch gewusst habe, mit viel Umsetzen, viel Schaffen, viel Tun bin ich halt in der männlichen Energie. Und welche Eigenschaften hat die weibliche Energie? Dieses Hingeben, das einfach mal sein lassen, auch die Liebe ist sozusagen mehr in der passiven Energie. Und wenn dich das da interessiert, dann mache ich jetzt einfach hier mal ein paar Worte zu der passiven und zu der aktiven Energie, die dich einfach auch ein bisschen inspirieren können, da im Alltag mal drauf zu achten, selbst da in dich zu gehen und zu erkennen dann so, ich tue gerade viel. Gut, jetzt bin ich gerade in der männlichen Energie. Wie kann ich jetzt an diesem Tag vielleicht noch etwas für meine weibliche Energie machen? Weil das ist so wichtig, dass wir da einfach immer wieder die Balance finden zwischen den Energien. Und ich hatte eine Zeit lang, da war ich extrem krass in der männlichen Energie oder in dieser aktiven Energie. Und es hat sich irgendwann einfach, ich war sehr ausgelaugt. Ich war einfach sehr müde teilweise am Abend, weil ich einfach so viel im Tun und Schaffen war und meiner passiven Energie da eigentlich nicht mehr so den Raum gegeben habe. Und das war echt einfach nur dieses Erkennen der Eigenschaften, wie ich wann wo bin, das hat mir schon extrem viel geholfen, da wirklich drauf zu achten. Und es war dann immer wie so eine kleine Alarmglocke, Marina, du machst gerade das ganz viel, achte mal da drauf, was kannst du jetzt heute noch tun, was kannst du heute sein, um deiner weiblichen Energie sozusagen den Raum zu geben. Genau, also das war wirklich sehr, sehr öffnend für mich. Und dann gibt es natürlich noch das Thema so dieses Embodiment oder mit dem Body in Verbindung zu gehen, mit dem Körper einfach in Verbindung zu gehen.
Ich habe da auch ein ganz wunderbares Seminar besucht, so eine Art Tantra-Energie-Weiblichkeit-Seminar und habe da auch Übungen gelernt, Atemtechniken gelernt, die mich dabei begleitet haben, immer wieder mit diesem Instinkt, mit meinen Impulsen im Körper in Verbindung zu gehen. Und wie vielleicht schon bei den Ölen jetzt gesagt, mit Riechen oder mit Schmecken, da wirklich in diesen Moment zu gehen, das war für mich auch ein ganz toller Impuls und Input für mich, um da immer wieder auch zu mir zu kommen, mit meinem Körper in Verbindung zu gehen. Denn mein Körper ist ein wunderbares Werkzeug, um mir die Richtung zu weisen, um zu sagen, hey, schau mal dahin und guck mal, was du da verändern kannst. Schau mal, was dein Körper da sagt. Nur wenn du natürlich deine Achtsamkeit mehr im Außen hast, dann sozusagen vergessen wir oder dann überhören wir diese Stimmen in unserem Körper und auch die Instinktstimmen, die Impuls, die Intuition überhören wir einfach auch ein bisschen, weil wir einfach zu sehr im Außen sind. Deswegen ist der Körper ein ganz, ganz tolles Werkzeug, um in den Moment zu kommen, um sich zu bewegen, um die Energien anzunehmen, fließen lassen zu können. Und das ist wirklich, ich liebe einfach so diese Körperarbeit, weil die mich so sehr einfach wieder in einen Zustand gebracht hat. Entweder ich war in Trance-Zuständen und habe da ganz tolle Visionen gesehen. Ich war, das ist so, so toll, was wir mit unserem Körper machen können. Und ich bin auch jetzt gerade so, es entsteht wieder was Neues, wo ich einfach den Körper wieder mehr und mehr mit einbeziehen möchte in meine Arbeit auch und bin sehr inspiriert worden von einer Frau, die ich über Netflix in der Dokumentation gefunden habe, die Sascha Kobra heißt und die tolle Workshops gibt, so zum Thema auch Sexualität, weil da so viel Energiepotenzial in uns liegt, dass wir, wenn wir das eröffnen, dann ja, es sind so viele Geschenke und magische Momente einfach für uns jetzt sofort in diesem Moment da. Und es ist einfach sozusagen wie mit den ganzen, ja, wie war das bei mir? Ich habe einfach, dadurch, dass ich viel im Außen war und viel getan habe, habe ich das wie so Müllberg alles zugemüllt. Da lagen dann ganz viele Säcke drauf. Und das ist meine Intuition sozusagen. Da lagen dann ganz viele Säcke auf meinen ganzen Impulsen drauf. Und die habe ich Stück für Stück mit Körperarbeit, indem dass ich mich wieder freigesetzt habe mit der ganzen Energie, haben sich diese ganzen Müllsäcke oder diese ganzen Säcke habe ich wieder abtragen können. Und habe sozusagen wieder mehr diese Impulse wahrnehmen können und diese Instinkte, mit denen wir schon seit der Geburt an verbunden sind und mit denen wir eigentlich immer leben. Und die sind immer da, nur sind die sozusagen einfach verschüttet und wir dürfen das verwenden, also diese Story, die ich dir jetzt erzähle, kannst du dafür einfach verwenden, um wieder wirklich einen Sack nach dem anderen zu entfernen und weiter zu dir zu kommen. Ja, was ist noch ein toller Impuls für dich? Zum Beispiel eine Königinnenliste, eine Queensliste, die du dir schreibst, wo du sagst, okay, zum Beispiel, ich lasse mir einmal in der Woche Blumen schicken oder sowas. Oder ich lasse mir einmal im Monat ein Paket zukommen. Bei mir sind es zum Beispiel die Öle, wo ich meinen Lifestyle, mein Wohlfühlen immer wieder beschenke oder lass es irgendwie sich schön anziehen und auf eine Party gehen. Gut, das ist jetzt momentan nicht möglich, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Einfach zu Hause sich schön herzurichten in der Früh, sich schon schön zu machen und einmal in der Woche so einen kleinen Date Day für dich selbst zu haben. Also erstell dir mal eine Liste für dich mit verschiedensten Dingen, die dich immer wieder daran erinnern, an deine Königin zu denken, an deine Königin, deine innere Königin zu zelebrieren. Das
hilft mir auch immer wieder mal. Manchmal vergisst man es. Aber wenn du dir sozusagen wie ich jetzt ein kleines Ölpaket bestellst oder schöne Klamotten alle 2-3 Monate oder sowas und das wirklich zelebrierst und dich vor einen Spiegel stellst und ja, eine schöne Musik anmachst und einen coolen Duft und das einfach wirklich in dir fühlst, dann kann es schon sehr, sehr, sehr viel bewirken. Dann werde ich auch unter dem Video noch ein paar Bücher verlinken, die mir jetzt gerade helfen. Ich lese aktuell Die Wolfsfrau, was ein ganz, ganz schönes Buch ist, wieder daran zu erinnert zu werden, wer man selbst ist, vor allem jetzt so als Frau. In dem Buch stehen immer wieder so kleine Geschichten, die einfach auch dann halt aufgebröselt werden und erklärt werden, was du von diesen Geschichten mitnehmen kannst und was einfach so auch jetzt in den letzten Generationen passiert ist mit uns Frauen. Und ich finde es einfach so wichtig, auch die Generationen mit einzunehmen und die zu heilen. Denn wenn wir das heilen, dann wird auch sozusagen die Generationen, die nach uns kommen, unsere ganzen Kinder, die werden es dann viel leichter haben, wenn wir jetzt wirklich ja, aufstehen und alle Müllbeutel von uns entfernen, um wirklich unsere Instinkte zu leben und uns nach unseren Instinkten zu gehen. Also wirklich auch diese wilde Seite in uns aufleben zu lassen und für die einzustehen. Deswegen Buchliste unten in der Infobox. Ja, was noch zum Schönherrichten auch dazu gehört, ist wunderschöne Unterwäsche. Ich hatte da mit der Alex, mit der Frau Herz mal ein ganz cooles Gespräch, weil wir uns immer wieder mal schöne Unterwäsche gekauft haben und sie dann so, ja, aber das tun wir doch irgendwie für einen besonderen Moment aufbewahren und so. Und ich habe dann gesagt, nee, es ist doch jeder Tag eigentlich ein besonderer Moment und deswegen ist es so schön, auch immer wieder schöne Unterwäsche zu anzuziehen oder sogar auch öfters mal einfach nackt zu sein. Also das ist eine richtig geile Energie, wenn man einem Mann erzählt, ich habe heute keine Unterwäsche an. Das ist irgendwie so was ganz Geheimnisvolles, Schönes. Und ja, das ist irgendwie in diesem Frausein mit den Reizen zu spielen und mit einfach seinen Kurven und seinem Körper zu spielen, macht einfach Spaß und ist einfach so ein schöner, ja, so ein schönes Tool, einfach im Alltag damit einfach auch ein bisschen zu spielen. Genau. Und auch ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Selbstbefriedigung. Das manchmal denke ich mir echt so, ganz ehrlich, boah Frau, du solltest dich echt mal wieder ein bisschen selber befriedigen, weil ey, dein Chill, dein Entspannungsmodus ist wirklich ganz low. Und ja, ich finde, es ist einfach, es gehört dazu, dass wir Frauen uns, und es muss nicht sein, dass wir jetzt zum absoluten Höhepunkt kommen und dass es jetzt schnell, schnell geht. Es ist eigentlich, ist so ein bisschen dieses sich den Raum zu schaffen, das ist eigentlich schon das Wichtigste dabei, dass man was Schönes dabei hat. Ich habe jetzt hier noch ein Säckchen, da sind so ein paar kleine Utensilien drin, wie zum Beispiel Steine, mit denen man sich schön massieren kann, wo man Öl drauf träufeln kann, dass man sozusagen einfach da auch nochmal energetisiert, oder einen Rosenquarz. Massagestab. Ich hatte auch, es gibt auch diese Yoni-Eier und einen Yoni-Wand. Den habe ich mir auch schon öfters mal auch eingeführt, weil das eine richtig geile Energie ist, wenn du einen Stein statt jetzt einen elektrischen Vibrator verwendest, einen Stein verwendest, um wirklich da auch in die Heilung zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Generation danach schreit, ich sag mal, unsere Gebärmutter und unsere Yoni schreit danach, wirklich in die Heilung zu gehen und das wirklich liebevoll zu zelebrieren, uns den Raum zu schaffen mit schöner Musik, mit einem wunderbaren Duft, mit gedimmtem Licht, wirklich im Bett sich da gut gehen zu lassen. Und das muss wirklich nicht sein, dass es jetzt unbedingt da innerhalb von 2-3 Minuten, ich habe den schnellsten Orgasmus. Nein, nein, eher wichtig wirklich da, sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, wie fühlt sich da mein Körper an und wie reagiert mein Körper auf bestimmte Berührungen, die ich mir selber gebe. Und ja,
Da wird es auch in Zukunft, also ich spüre richtig, ich habe da extrem viel Lust, mehr in die Heilung zu gehen und Frauen dabei zu begleiten, auch wirklich da eine Heilung, einen Heilraum zu öffnen, einen Circle zu öffnen, wo wir das wirklich jeder für sich zelebriert und erforscht. Und ich weiß nicht, war es nochmal, ich glaube beim Geburtsvorbereitungskurs war es auch nochmal, und ja, wie in dem besagten Seminar, wo wir auch Yoni-Watching gemacht haben, wo wir uns gegenseitig die Yonis angeschaut haben und uns selbst auch nochmal erkundet haben. Das war für mich auch ganz interessant. Und beim Geburtsvorbereitungskurs war es auch so, wo die Hebamme gesagt hat, so, ja, sag einmal, Frauen, untersucht ihr euch da unten denn nicht? Und das war für mich eigentlich nochmal so ein Satz, so, ja, eigentlich ist es so wichtig, dass wir uns auch immer wieder da untersuchen, dass wir einfach auch mal die Hand da unten hinnehmen und sagen, okay, was ist jetzt da in dem Raum gerade drin? Und wie fühlt sich das in dem Raum gerade an? Und sich selbst einfach eine kleine Yoni-Massage zu geben. Da muss man nicht zu einer bestimmten Frau jetzt extra gehen, die das macht, sondern das kann man auch selber mit Stein, mit den eigenen Fingern und mit ein bisschen Massageöl. Ey, geiler Scheiß. Das ist wirklich absolut Heilung. Und wenn mich Leute fragen, ja, was kann ich denn für meine Weiblichkeit tun? Berühre dich selber und mach's dir einfach selber. Und schau, wie es sich einfach anfühlt. Das ist wirklich... das ist so mein Tipp Nummer eins, was du da tun kannst. Wirklich immer wieder dir was Gutes zu tun. Und ich sag dir auch, dieses Gefühl, wenn du es dir selbst gemacht hast, das ist so diese Gefühlsexplosion, diese elektrischen Entladungen, die du da einfach hast, das ist einfach genial. Das ist wirklich... Ja, geil. Richtig geil. Also, stay tuned. Da werden tolle Dinge kommen und ich freue mich schon sehr, da noch tiefer reinzugehen, weil es einfach oftmals ja auch so ein Tabuthema ist, wo ich mir einfach denke, nee, es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir das wirklich heilen und das einfach auch zelebrieren in Women Circles. Also, yes, Women Circles plus Sexualität und sich da was Gutes zu tun, das ist absolute Heilung Nummer eins für mich. Yes. Also, ich hoffe, da war für dich ein bisschen was dabei. Falls du noch irgendeinen Impuls hast, das, was du mir mitteilen möchtest, dann entweder gerne in die Kommentare oder du kannst mir auch gerne direkt schreiben. Findest mich entweder auf Instagram oder Facebook, wo auch immer sich diese Wege kreuzen. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Video. Ciao!